Was verbirgt sich denn dahinter? Ja, eine Infotafel, die auf den Gründungsort des SV Werder verweist, hier am Kuhhirten, wo sich der Verein Anfang Februar 1899 gegründet hat, eine Gruppe von Jugendlichen, und darauf verweist die Tafel. Ja, das Besondere ist, dass hier eine Faninitiative an unserem Gründungstag auf die Gründung des Vereins hinweist, dass vor 124 Jahren in diesem Lokal passiert ist, und dass die Fans das so jetzt auch tragen und auch weiter pflegen, ist eine tolle Geschichte. Es gibt nicht so viele Bremer, die eigentlich wissen, dass Werder Bremen hier gegründet wird. Und ich denke, das wäre ganz schön, wenn das einigen Leuten, die hier so im Laufe des Sommers vor allem vorbeikommen, dann auch mal in Form einer solchen Tafel zeigen können. Wir sind ehrlich gesagt nicht auf diese Idee gekommen, sondern da müssen eben auch Fans, die vielleicht auch hier mal in diesem Lokal verkehrt haben, einfach diese Idee entwickeln. Und es war ihnen auch wichtig, dass sie das als unabhängige Idee realisieren, dass nicht der Verein ihnen dazwischen funkt. Aber wir haben das natürlich auch begleitet, unterstützt. Warum muss diese Infotafel hier stehen? Warum hat sie noch nicht hier gestanden? Warum gab es hier noch nichts? Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Die haben wir uns auch gestellt, als wir hier im letzten Frühling zusammensaßen und uns überlegt haben, dass man diesen Ort eigentlich als Gründungsort markieren müsste, das bekannter machen müsste. Ich weiß, dass diese Idee in den letzten 10, 15 Jahren immer mal wieder bestand bei manchen Leuten, habe das immer mal wieder aufgegriffen und gehört. Aber genau, passiert ist nichts, und ich glaube, dass so die Euphorie des Aufstiegs nach der letzten Saison so ein bisschen den Antrieb gegeben hat, das Projekt endlich mal anzugehen. Wir hätten auch den SV Werder fragen können, und der SV Werder wäre mit Sicherheit auch bereit gewesen, uns da zu unterstützen. Aber wir fanden es wichtig, dass als gemeinschaftliche Fanaktionen zu gestalten und auch zu begreifen. Und das wurde auch sehr gut angenommen, dass wirklich alle ihren Beitrag leisten konnten, die wollten, um auch irgendwie eine Verbindung zu diesem Ort zu haben. Die Kosten hat diese Initiative über Fundraising auch selbstständig getragen. Also da ist jetzt sozusagen Faninitiative da und ein bisschen Werder. Was kann man an der Tafel machen? Ich glaube, da ist ein QR-Code drauf und da kriegt man noch ein paar Infos, oder? Ja, genau. Also man kann diesen QR-Code einscannen und dann wird man auf eine Website geführt, wo eine Audiodatei hinterlegt ist. Und diese Audiodatei erzählt in sehr kompakter Form, in so ungefähr gut 4 Minuten, die Gründungsgeschichte des Fußballvereins Werder. Damals hieß er ja noch Fußballverein und hat sich erst nach 20 Jahren in Sportverein umbenannt. Und diese Geschichte wird von einer richtigen Werder-Legende erzählt. Es ist Ausdruck einer sehr aktiven und lebendigen Fankultur, dass sich Fans eben auch mit dem Verein, mit der Geschichte des Vereins, mit überhaupt allem, was um den Verein herum passiert, sehr intensiv auseinandersetzen. Also Fußballfans sind mehr als Menschen, die nur ins Stadion gehen, sondern die diesen ganzen Verein in sich tragen, die ihn leben und sich sehr intensiv mit ihm beschäftigen und dadurch auch sich mit ihm insgesamt identifizieren können. Und das hier ist ein lebendiger Ausdruck einer solchen Haltung und eben einer solchen großartigen Initiative. Hier auf den Wiesen und rund um den Kuhhirten, wo früher eben Kühe geweidet haben, wurden dann auch Flächen abgesteckt, wo man dann die ersten Spiele ausgetragen hat, wo auch trainiert wurde, weil man hatte ja mal einen Ball gewonnen und mit diesem Ball hat man dann emsig Fußball gespielt und dann relativ schnell ja auch Wettspiele ausgetragen. Spürt man denn noch dieses Feeling, dieses Gründergefühl in diesen besonderen Räumlichkeiten und Örtlichkeiten? Nein, kann man nicht sagen. Aber wir wollen das wieder ein bisschen beleben. Das ist die Idee, die eigentlich auch mit dieser Tafel im Zusammenhang steht. Ist das nur der Anfang? Ihr wolltet woanders auch noch Tafeln aufstellen, und ich habe noch was von so einer Radtour gehört. Ja, also wir planen, weitere Tafeln in Bremen aufzustellen, an weiteren Orten, die in Verbindung zum SV Werder stehen, zur Geschichte des SV Werder stehen. Da gibt es viele Orte in Bremen. Und ja, es gibt auch Radtouren, Stadtführungen in Bremen mit dem Fahrrad, die eben durch Bremen führen und viele verschiedene dieser Orte einfach besuchen, wo der SV Werder gewirkt hat. Das kann man machen und kann sich so einer Radtour anschließen. Typisch Bremen, typisch Werder? Ja, typisch Bremen, typisch Werder.